Über 1800 Rassehunde präsentierten sich am Wochenende bei der internationalen Hundeausstellung in Salzburg. Das Festival der Hunde lockte aber nicht nur Ausstellerhunde ins Messezentrum. Wie viele Artgenossen sich nämlich unter den Messegästen befanden, bleibt eine Dunkelziffer. Die Aussteller der Hunde kommen aus ganz Europa. Die Hunde werden hier bewertet, das heißt, sie werden von Richtern beurteilt, bekommen eine Beschreibung und einen Formwert. Das ist auch eine Zuchtvoraussetzung für alle Rassen, die dann eben ihre Hunde mit ihren Hunden züchten wollen. Zu dem Herz der Ausstellung dazu versuchen wir auch die Besucher natürlich ein bisschen zu unterhalten mit einem Showprogramm. Auf der heurigen Ausstellung zeigen wir Agility-Vorführungen von den Welpen bis hin zu den Turniersporthunden. Jochen Eberhard aus Deutschland richtet seit 35 Jahren Hunde. Er weiß ganz genau, was er will. Also eigentlich ist das so ähnlich wie bei der Heiratsvermittlung. Auf das Wesen des Partners kommt es am meisten an. Also ein Hund, der sich nicht ordentlich benimmt, nicht freundlich, nicht sozial, angepasst sich verhält, ist kein Hund, der gewinnen darf. Das wollen wir auch nicht. Das heißt, die zielbewussten Rassehundzüchter sind ganz deutlich darauf geeicht, dass sie sagen, wir wollen wesenssichere, stabile Hunde haben, die so charmant sind, dass jeder gerne einen Hund hätte. Ist Ihnen auch schon ein außerordentlich schlecht gelaunter Hund begegnet? Ja, die begegnen mir immer wieder in den verschiedensten Ländern, aber dann bin ich auch schlecht gelaunt. Und einer, der sich nicht gut benimmt, dafür gibt es dann, wie Sie hier sehen, eine gelbe Karte und es gibt auch eine rote am richtigen Platz, wie Sie sehen. Und damit wird das klar gemacht, dass wir solche Hunde nicht mögen. Ich durfte Sie ja vorher ein bisschen beobachten schon. Wie ist das Ergebnis ausgefallen? Also sehr gut, wir sind Jugendbeste geworden. Warum machen Sie denn hier mit? Ich mache jetzt das zweite Mal in meinem Leben mit bei einer so einer internationalen Rassehundeschau. Und ich war das erste Mal in Wieselburg und da hat sie so gut abgeschnitten und jetzt habe ich mich noch einmal getraut. Was macht denn Ihre Hündin für Sie persönlich so besonders? Also meine Hündin ist auch eine Therapiehündin, geht mit mir in den Unterricht, in die Schulklasse. Und wir sind dort ein Team und helfen den Kindern, die irgendwelche Verhaltensprobleme haben. Und für alle Frauchen und Herrchen, die dieses Wochenende nicht genug bekommen haben, gibt es im Jahr 2012 ein ganz besonderes Schmankerl. Eine Weltausstellung gibt es weltweit, jedes Jahr nur einmal. Das wird also international vom Internationalen Dachverband von der FCI vergeben. Und dies 2012 in Österreich. Und da wurde sie eben nach Salzburg vergeben, auch hier im Messezentrum. Und wir rechnen mit an die 20.000 Hunde, die dann hier eben ausgestellt werden.